Hallo meine Lieben, schon eine Weile her, ne? Dass wir zwar wieder gesprochen haben. Ja, also ich sag's euch, seit der Schwiegervater hier eingezogen ist, kriege ich es irgendwie nicht mehr geregelt mit dem Filmen, gell? Ich möchte ja nicht, wie gesagt, ihr wisst, bei uns unten ist ja Baustelle, da habe ich einfach keinen Platz für mich. Und hier oben möchte ich halt den Schwiegervater nicht stören. Ne? Jetzt ist er gerade wieder im Hof unten. Und ich weiß gar nicht, aber kehrt ein bisschen. Ja, also habe ich jetzt mal ein bisschen Zeit für euch. Ja, ich war jetzt gerade im Gewächshaus und habe ein paar viele Tomaten gepflückt. Ungefähr das Vierfache ist noch mal unten. Aber das habe ich jetzt nur abgemacht. Da mache ich einen Tomatensalat jetzt. Ja. Ja, was jetzt die ganze Zeit war. Also, ich arbeite wieder. Es ist so gut wie erscheinungsfrei. Die Darmgeschichte. Ihr wisst ja, die Colitis ulcerosa. ja, also ich habe so keine Probleme mehr. Das Cortison, was ich bekommen habe, habe ich jetzt ausgeschlichen. Ist jetzt beendet. Dann nehme ich ja noch die anderen Tabletten, die dafür sind. Die habe ich ja vom Krankenhaus bekommen. Und die soll ich ja 4 Monate nehmen. Also die nehme ich jetzt noch eine Weile. Und ja, also so kann ich mich nicht beklagen. Ist alles okay jetzt. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Ja, dann Thema Schuppenflechte. Ne? Ich lang ja voll in den Topf. Das sind ja beides Autoimmunkrankheiten. Ja. Was soll ich sagen? Es war erscheinungsfrei. Das könnt ihr, glaube ich, am letzten Video bei mir sehen. Das sind nur noch so Schatten gewesen, die so am Weggehen waren. Und es war 2 Tage kühles Wetter und was soll ich sagen, es hat aufgeblüht. Also das ist jedes Mal, wenn ich so einen Wetterumschwung habe, bekomme ich das volle Kanne ab. Wenn es jetzt warm werden würde, dieser Umschwung ist auch wieder. Oder wenn dann der Winter kommt, das ist dann auch wieder so ein Umschwung. Also es ist jedes Mal dasselbe. Ich glaube, mein Mann mäht jetzt Rasen. Ah, ich hoffe, es hört mal jetzt nicht so arg. Oh Mann. Ja, wir hatten Kerbe bei uns in unserem Dörfchen. Hier ist ja überall Kerbe, so in allen Dörfern. Ziemlich unterschiedlich, also es sind verschiedene Wochenende, wo dann irgendwo was los ist. Ja, wir waren bei uns auf der Kerbe. Da kann ich euch vielleicht ein paar Kleinigkeiten einblenden. Ich guck mal, was ich da nehmen kann. Ja, dann zeige ich euch das mal ein bisschen. Ja, die Arbeit, die hat mich voll wieder. Ich habe zu meinen Kunden habe ich dann noch jetzt Vertretungskunden dazu bekommen, ist jemand krank geworden. Dann habe ich jetzt 3 Stück noch dazu. Ja, das meiste war eigentlich einkaufen gehen. Bin für die Leute einkaufen gegangen oder mit ihnen. Das ist ja unterschiedlich. Die einen gehen mit, die anderen können nicht so gut. Die lassen sich dann bringen von mir. Ja. Das ist immer so eine Herausforderung, ne? Wenn dann da steht zum Beispiel ein 6er-Pack Wasser, Medium, aber da steht dann nicht
die 1,5 Liter Flaschen oder die 0,5er Flaschen. Ja, und so hast du dann so verschiedene Dinge, wo dann denkst so, was nimmst du da jetzt, ne? Bis jetzt hatte ich immer Glück, war immer gut, war immer richtig. Ja, aber das ist, also ich mag das, das gefällt mir. Mache ich gerne. Ist dann auch einfach schön zu sehen, wie sich die Leute auch freuen darüber, ne? Jetzt hatte ich noch eine andere Kundin, normalerweise bin ich bei ihr nur im Haushalt. Und sie hat dann gefragt, ob ich auch mal mit ihr einkaufen gehen könnte, weil ihr Sohn gerade sehr beschäftigt ist. Da habe ich gesagt, ich habe ihnen schon so oft angeboten, wir können gehen. Aber dann bin ich mit ihr noch abends Viertel nach vier war es abends, ja. Eigentlich wäre es 17 Uhr gewesen, aber ich war mit der anderen Kundin schneller fertig. Und dann konnten wir schon Viertel nach vier gehen. Und dann war ich mit ihr zusammen einkaufen. Die war so dankbar, dass sie mir dann sogar Pralinen gekauft hat. Und weiß ich nicht, wie oft sie sich bei mir bedankt hat, ne? Also das ist schon, naja, so. Jetzt habe ich mir gedacht, ich bin euch ja noch eine Verlosung schuldig. Schaut mal, ich habe Zitrönchen gekauft. Das ist ein Salz- und Pfefferstreuer. Oder für was man es halt nutzen möchte. Auf so einem kleinen Tablett unten. Steht hier auf so einem Tablett. Also ich finde das so süß. So niedlich. Kann man sich ja auch irgendwo als Deko hinstellen. Man muss ja da keine Gewürze reinmachen. Oder man könnte da auch was Duftendes reintun, ne? Mit diesen Löchern. Da könnte man zum Beispiel Nelken. Nelken könnte man reintun. Oder Lavendel. Bisschen Lavendel. Kommt jetzt drauf an, wie die Öffnung von diesen Dingern hier sind. Ja, auf jeden Fall duftende Dinge könnte man da reintun. Und hat man hier ja die Löcher. Ja, aber das ist euch überlassen. Wie gesagt, das ist ein Preis. Dazu habe ich noch, ich lasse euch mal da einen Blick einfach mal so rein. Ich habe hier Kosmetik, die ich nicht verwende. Und ich habe mir überlegt, ich mache zwei Preise. Und also der zweite Preis wäre dann das hier. Also das wäre dann der zweite Preis hier. Und zu diesen beiden Preisen tue ich dann hier ein bisschen aufteilen. Ich zeige euch jetzt nicht alles, damit es auch noch eine Überraschung bleibt, ne? Aber zum Beispiel habe ich hier jetzt halt von Banana Beauty einen Eyeliner. Das hier drin. So
habe ich hier unterschiedliche Dinge. Hier habe ich eine Sophia und Mabel Cheek and Glow Palette. Sieht so aus. Muss ich aufpassen, da liegt nämlich Plastik drin. Das sind die hier. Ja, und so habe ich hier so ein paar Dinge, die ich teilweise nicht benutze. Was haben wir hier? Ein Lip Power. Ja, teilweise benutze ich es nicht und teilweise benötige ich es nicht. Das ist zum Beispiel ein knallroter Lippenstift hier. So ein Liquid. Nicht schlecht. Aber ich habe schon so eine Farbe. Das ist von Josephine. Und es ist blödsinnig, mir da so Sachen hier einfach noch hinzulegen. Ach, was haben wir hier? Da haben wir... Was bist du? Hier ist ein Siegel drauf. Ach, eine Maske ist das, oder? Nude Maske, Dark Side Glitz, eine Augenmaske, Eye Mask, ne? Eine Eye Mask. Ja. So, gibt's hier ein paar Dinge. Der hier noch, was ist das? Sandstone Infinity Summer Bronzer. Was ist der hier? Also ich sag euch, da sind jetzt noch ein paar Sachen drin. Wie gesagt, erster Preis ist das hier mit Kosmetik. Das ist dann Überraschung, was dann da dabei ist. Und das ist der zweite Preis. Und da kommt dann auch Kosmetik dazu, Überraschung. So, packe ich jetzt weg. Was zu beachten ist bei der Verlosung, steht wie immer in der Videobeschreibung. Und wir nehmen Hashtag Tomate. Genau, Hashtag Tomate. Und die Verlosung, die lasse ich jetzt mal eine Woche. Eine Woche lasse ich die laufen, also bis nächste Woche Sonntag, das wäre dann der, gehen wir mal auf den Kalender gerade, bis zum 22. Ja, 22. Und da sagen wir mal, gerade die Uhrzeit überlegen. Ich sag mal bis 18 Uhr. Der 22. bis 18 Uhr. Und danach wird ausgelost. Genau. Machen wir das so. Ja. Ach, mittlerweile habe ich auch mein neues Auto. Also mein neues gebrauchtes. Und da bin ich euch auch noch schuldig, wie es aussieht.
Das werde ich dann auch als nächstes mal in Angriff nehmen. Q&A muss ich auch noch mit meinem Mann machen. Ja, noch einiges zu tun. Ja, auf jeden Fall ist das neue Auto richtig klasse. Für die ältere Generation kann super ein- und aussteigen. Ich kann sehr gut beladen. Also bin wirklich super zufrieden mit dem Auto. Mein Mann hat mir ja auch eine Dashcam eingebaut. Falls irgendwas sein sollte, kann ich Videos speichern. Er hat mir eine Rückfahrkamera eingebaut, weil ich mir einen neuen Radio gekauft habe. Da waren nur so ein Standard, diese schmalen Standardradios drin. Und ich habe mir einen mit Touch geholt. Das lässt sich super mit meinem Handy verbinden. Und da habe ich auf dem Handy ein Navi und das läuft dann übers Radio. Kann ich da auf dem Radio alles einstellen. Kann telefonieren. Kann sogar die WhatsApp-Nachrichten auf dem Radio lesen, wenn ich es wollte. Aber das habe ich nicht aktiviert. Ja. Was habe ich noch? Spotify kann man übers Handy, also auch auf dem Radio laufen lassen. Da sind dann die Apps an der Seite vom Handy. Also es ist wirklich, bin ich zufrieden. Das Radio hat, ich weiß gar nicht mehr, 140 Euro, glaube ich, gekostet. Ich glaube 140, also wirklich eine teure. Ja. So, dann würde ich sagen, hänge ich euch jetzt noch ein bisschen was dran von der Kerbe, wenn es interessiert. Dann würde ich sagen, macht bei der Verlosung mit. Vielleicht habt ihr Glück. Ich drücke euch allen die Daumen. Ja. Und dann bleibt mir nur noch, genießt den Tag, bleibt gesund und bis bald.